Huhu und herzlich willkommen zu Gönn dir was, eurer Sensi-Beraterin für ganz Europa. Nicht erschrecken, ich bin nicht wirklich. Ja, ich weiß, ich sehe total fettig aus. Bin ich auch. So, heute machen wir aufgebraucht. April, aufgebraucht April. Oh mein Gott. So, Käffchen. Ich hatte Frühdienst die ganze Woche. Okay. So, da bin ich wieder. Also, aufgebraucht April. Wir fangen an. Oh, ja. Einmal Juicy Pear, das habe ich mal geschenkt bekommen von einer ganz, ganz lieben Kundin. Und oh Gott, ich habe so lange, war ich jetzt geizig damit. Aber jetzt habe ich gedacht, komm ey, jetzt mach die letzten zwei Würfel rein. Ja, aber oh, sehr lecker. Sunburst Bamboo, der Duft des Monats Februar. Ich finde den ja echt genial und deswegen habe ich den auch im Club, weil das wirklich so ein Spa-Duft für mich ist. Oh, toll. Oh, ist jetzt auch egal. Ja, I'll bring back my bar, mein Fiesta Lime. Viele verbinden das ja mit Badreiniger oder Klostein. Aber dieses, also ich kann mir vorstellen, dass das daher rührt, das Zitronengras. Das hat ja ein ganz spezieller Geruch. Zitronengras hat einen ganz speziellen Geruch. Das kann ich auch nicht immer riechen. Reines Zitronengras kann ich gar nicht riechen und auch schon gar nicht essen. Da wird mir richtig schlecht. Weiß auch nicht warum. Aber hier, oh Gott. I love it. Den hatte ich noch im Kofferraum rumfliegen. Habe ich jetzt neulich gesehen, als ich das Auto ausgeräumt habe. Ne? Also Mighty Pine. Schon lange vorbei, aber ich dachte, jetzt schmeißt es mit dir rein. Dann habe ich aus All is Well Vitaminkollektion Relax leer gemacht. Hatte ich auch bitter nötig. Und das ist das Pendant zu meinem heißgeliebten Jammy Time. Duft des Monats Mai. My Darling Clementine. Davon habe ich ja 3 Millionen Proben gegossen, ne, für in die Happy Mails im Mai. Und ich muss natürlich vordüfteln. Ein so toller Clementinenduft mit Pfirsich und Zucker. Und ein Powerhouse. Also toller, fruchtiger Duft. Den habe ich auch im Club. Einmal Luna. Den hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, ist ganz nett. Aber ich bin eh nicht so ein Luna-Fan. Wenn, dann bin ich Frau Schimmer. True Love Awaits von Disney. Ein wunderschöner, blumiger Duft, der mir sehr, sehr gut gefällt. Also, ich glaube, das war der mit Vergissmeinnicht, aber irgendwie riecht der für mich auch so ein bisschen nach Maiglöckchen, aber es kann auch gut sein, dass ich so nicht mehr alle auf dem Christbaum habe. Ne? Schucker! Ich kann das nicht beschreiben. Es ist süß, göttlich,
einfach lecker. Ja, mir war auch tatsächlich nach Pink Sugarberry Mint. Unfassbar genialer Bäckereiduft. Süß. Ein bisschen, wartet mal, ein bisschen fruchtig. Und als er damals Duft des Monats war, nee, das ist natürlich falsch, habe ich jetzt hier wieder keinen Katalog liegen. Wär mir zuzutrauen, ne? Ah, doch, nehmen wir doch den hier. So, unfassbar schön. Und er war damals als Duft des Monats ratzfatz ausverkauft und das nicht ohne Grund. Und umso happier bin ich, dass sie jetzt ein neues Frühling-Sommer-Sortiment aufgenommen haben. Da ist süße Himbeere herrlich mit Zucker und dem süßesten Hauch von Pfefferminze bestäubt. Ganz toll. Also ihr dürft euch nicht, also die Pfefferminze kommt da nicht so bombastisch raus. Das verleiht dem Ganzen so einen kleinen frischen Kick. Ne? Also die Himbeeren, das ist das, was da am Top ist und die Süße halt. Unicorn Kisses, das war auch aus Bring Back My Bar, den habe ich auch im Club. Kirsche, herrlich, quietschig, süß, ganz nach meinem Geschmack. Oh, ja, der wird auch forever in meinem Club bleiben. Einmal Washer Whiffs in Schimmer leer gemacht. Ich habe ja 3 Millionen angefangene Packungen, ne? Also ganz unterschiedliche Duftrichtungen und je nachdem, nach was mir dann ist. Ja, hier habe ich Almond Creme leer gemacht, also Mandelcreme. Ich kann mich immer noch nicht damit anfreunden. Der riecht mir wie Amaretto, aber irgendwie, ich weiß nicht. Womit ich mich aber sehr, sehr anfreunden kann, immer und immer wieder, ist Pineapple Mango. Oh, der ist so krass genial. Eine leuchtende Mischung aus süßer Ananas und saftiger Mango, abgerundet mit Passionsblume. Also du riechst wirklich Ananas und Mango. Und das in ausgewogener Kombi, das ist für mich beides auf gleicher Ebene. Und vor allen Dingen die süße Ananas. Das heißt, da ist nicht so viel Säure drin. Make a splash. Da muss ich ja, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Da freue ich mich schon sehr, wenn wir, also ich freue mich nicht, wenn wir die 85 Grad im Schatten haben, aber ich freue mich dann, dass ich den Duft habe. Und zwar taufrische Melone und knackiger grüner Apfel tauchen in erfrischendes Türkis. Farbenes Wasser. Und es ist dieses türkisfarbene Wasser, was den für mich so unfassbar schön macht in Kombi mit diesen Fruchtanteilen. Weil die Frische, das ist on top. Ja. Aladdin, 3 Wishes. Das süßere Pendant zu Blueberry Rush aus dem Herbst-Winter-Katalog.
Viele mögen den ja nicht. Auch Blueberry Rush nicht. Ich liebe es. Genauso wie Blueberry Cheesecake. Ja, das ist ja auch, weil es halt schön süß ist und wirklich ja, schön nach Blaubeere riecht. Und ich mag den total. Ja, da hatte ich doch, glaube ich, ja, die ganze Etage oder das ganze Haus damit bedüftelt. Ja, dann habe ich It's Love aus der Valentinskollektion, Valentinstagskollektion leer gemacht. Der ist super, ein toller Mandarinduft, aber der performt mir nicht genug. Da war der blaue, der aquatischere, der war für mich der beste. Super Duft. Allerdings in Körpercreme und hier Badesalz. Aber hier war der mir ein bisschen schwächelig. Ja, dann habe ich Raspberry Lollipop leer gemacht aus der Osterkollektion. Jo. Er ist nicht schlecht, der Blueberry, genau, der Blueberry aus der Osterkollektion, no way, der geht für mich gar nicht, wegen diesem braunen Kandiszucker. Der Kandiszucker ist mir zu dominant und das macht ihn so dumpf und, boah, ne, gefällt mir nicht. Er hier geht, aber ich habe ja mein Lemon Drizzle Cake, habt ihr ja in meinen Clubs gesehen, ne? 3 Millionen Mal. Ja, und dann Chase Rainbows, die Kollektion kütt ja jetzt dann, oh Gott, hoffentlich am 9.5., also am Montag. Da habe ich einmal Yellow. Also ich habe die ja gegossen und habe mir jeweils ein Cube übrig gelassen, ne, damit ich das wenigstens verdüfteln kann, damit ich auch weiß, von was ich hier erzähle. Yellow, zitrischer Duft. Toll. Ich finde die ganze Kollektion mega. Dann warten wir auch nochmal nach Clean Breeze. Das ist ja, also frische Wäscheduft, aber halt, ne, wie ich immer so schön sage, die sanfte Schwester zum dominanten Bruder Clothesline. Clothesline ist wirklich bam. Frische Wäsche, Lenore, Hammer. Mag ich ja auch sehr gerne. Aber Clean Breeze ist halt so, ne, sanfter. Chase Rainbows Red. Ich glaube, ja, er hier war das, der für mich damals kann man schon sagen, nicht so extrem performt hatte, der Erdbeerduft. Ich habe Erdbeer super rausgerochen, was mich ja wundert. Aber der war für mich nicht lang genug. Mal gucken. Ah ja, einmal Badreiniger in Lemon Squeeze. Da habe ich auch was vor. Ich habe jetzt extra 6 Wochen die Dusche hier unten nicht mehr gereinigt, damit ihr die ganzen Verkalkungen seht. Und eigentlich möchte ich ein Video drehen, wie ich das halt sauber mache, ne, wie einfach das geht mit dem Badreiniger. Aber ich weiß irgendwie noch nicht, wie ich die Kamera da aufstellen soll und. Ja. Looney Tunes. Der allerschönste, fruchtigste Duft ever. Auch mit Kirsche und totales Powerhouse. Und der performt nicht nur einen Tag, sondern den nehme ich mehrere Tage wirklich super gut wahr.
Der ist ja auch im Club. Ja, und mir war zwischendurch nach Vanilla Waves pur, ohne irgendwas anderes. Und das ist für mich original, riecht das nach so einer Karamell-Eiswaffel. Ne? Entweder das Hörnchen in der Eisdiele oder aber, wenn man sich so einen Eisbecher bestellt, kriegt man ja meistens noch so ein Plätzchen dabei, die etwas härteren, ne, so runde sind das. Und genauso wie das schmeckt, riecht für mich Vanilla Waves. Ja, Chase Rainbows Green, boah, liebe ich. Grüne Apfel und noch irgendwas, was ich aber nicht mehr weiß. Wirklich toll. Also eine wunderbare Kollektion ist das. Bis auf Red, wie gesagt, der performt mir nicht lang genug und nicht stark genug. Aber die anderen, tippitoppi. Orange. Da muss ich ja nichts zu sagen. Ich liebe, 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 liebe Orange. Das ist Grapefruit, glaube ich, mit Orange. Wer Oddless of Orange mag, der mag den hier auch. Und der ist super. Richtig toll ist er. Dann habe ich im April Big Hero, Would You Like a Hug? Wer will das nicht? Ne? Man kann jeden Tag eine Umarmung vertragen. Da habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Er ist okay, Bäckereiduft, aber ja. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob ich ihn im Club gelassen habe oder ob ich ihn schon rausgeworfen habe. Wisst ihr, was mir dieses Woche passiert ist? Unfassbar. Also morgens 4 Uhr aufgestanden zum Frühdienst und keine Ahnung, das war so ein Tag, wo wir alle irgendwie total kaputt und müde waren. Ich war so im Eimer. Ich komme nach Hause vom Frühdienst. Ich musste vorher noch kaufen fahren. Es waren irgendwie so, keine Ahnung, 3:15, 3:30. Fertig mit der Welt. Ich bekam kaum noch ein Bein vor das andere gesetzt. So kaputt war ich. Ich war noch zu müde, um zu reden. Dann habe ich mich auf das Sofa gelegt, habe mir den Alarm gestellt. Ne, falls ich einschlafe, dass ich in einer Stunde dann nur eine Stunde schlafe. Ne? Weil von 4 bis 5 zu schlafen ist echt blöd. Weil dann schlafe ich abends nicht. Oh nein, um 19 Uhr bin ich wach geworden. Ich hatte irgendwie im Schlaf den Wecker ausgemacht, was ich nie mache. Ja, nie. Ja, 19 Uhr bin dann nahtlos ins Bett und hab geschlafen bis zum anderen Morgen 4 Uhr wieder. Ne? Da klingelte der Wecker für den Frühdienst. Aber dann war gut. Ne? Am nächsten Tag, ich war fit, tschakka, tralala. Aber ich weiß nicht, was das war. Ich war kaputt. Ich war so tot. Es hätte kein Hund mehr ein Stück Brot von mir geholt. Mit mir hätte kein Griech gewinnen können, gar nichts. Einfach im Eimer. Kleine Anekdote. Crazy Coconut. Nein, ich liebe Kokosnuss, aber ne. Der gefällt mir nicht. Den habe ich, glaube ich, auch nur, damit ich ihn habe. Lemon Drizzle Cake. Osterkollektion. Oh Gott. Original Zitronenkuchen.
Ich bin dem Duft verfallen. Absolut. Blue. Den finden viele irgendwie eklig, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ich finde den mega aquatisch, frisch, aber auch irgendwie ein bisschen Süße da mit drin. Voll meins. Nochmal. Fiesta Lime. Nochmal Looney Tunes. Das war ein Tag, wo ich auch das ganze Haus mit Looney Tunes beduftet hatte. Und nochmal, das werde ich immer wieder zwischendurch gefragt. Das sind manchmal komplette Bars, die ich neu aufmache, wie zum Beispiel die beiden Looney Tunes. Aber manchmal sind das halt auch, ja, da habe ich noch 4 Cubes übrig oder sowas, ne? Und brauche das dann mal auf. Oh, der gehört gar nicht hier rein. Da sind noch 2 Cubes drin. Mir war wohl extrem nach Fiesta Lime. Ruby Nektarine, der Duft des Monats April. Finde ich auch super. Aber, my darling Clementine, top das Ganze. Ja. Tatsächlich, das war im April so ein Tag, da war es wirklich kalt, eklig, es hatte geregnet und da war mir nach Fluffy Fleece. Ich mir Fluffy Fleece in die Lampe geschmissen. Ja, ein parfümiger, fast kaschmirartiger, kuscheliger Duft. Ja. Und aus der letzten, nee, aus der Herbstkollektion letztes Jahr, Golden Pear Nectar. Unfassbar lecker. Der riecht so schön nach Birne, nach einer saftigen, weichen Birne, wo, wenn du die schälst, ne, wenn du sie nicht mit Schalen, also schälen, und dann ist die ist so saftig, dass dir der Saft die Finger runterläuft. Oh, und so riecht dieses Öl. Also nach einer saftigen, reifen, oh, total leckeren Birne. Ja, das war es gewesen. Reicht ja auch schon wieder. Und zwar 33 Bars. Kannst du doch sehen lassen, muss ich sagen. Ne? Ich muss mal gucken. Ich bin ein bisschen nachlässig geworden mit dem Aufschreiben. Nee, das habe ich doch jetzt hier in dem Heft. Oder? Ich bin nicht nachlässig. 29 Bars waren im März. So, da schreiben wir das mal direkt hier auf. 33 Oh, 25 Minuten gleich schon wieder. Tja, das war's wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, bitte Däumchen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und es hilft halt auch meinem Kanal. Macht es gut, ihr Lieben. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.